Hallöchen, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Opening. Heute Skin Baron. Wow! Ich habe vor geraumer Zeit von Skin Baron ein Paket erhalten. Und wisst ihr, was hier für mich und für euch drin ist? Merch! Müssen wir eine Rede halten? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind Unterstellungen. Der gute Metzger hat mich vor 2 Monaten gefragt, ob ich eigentlich schon irgendwie Merch von Skin Baron habe. Und ich habe gesagt, nee. Ich glaube, es ging sogar um den Hoodie einfach nur. Ob ich eigentlich den Hoodie auftrage von Skin Baron. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Hoodie. Und er so, hä? Du hast keinen Hoodie von uns? Hast du irgendwie Merch von uns? Und ich so, nee. Und er so, da fuck, dude. Und da ich einer der allerersten, wenn nicht sogar der allererste Skin Baron Partner war, zumindest im deutschen Segment, ist natürlich ein bisschen komisch, dass ich da noch gar nichts habe. Aber wir haben mal nie drüber geschnackt. Man ging wohl davon aus, dass ich was habe. Und ich dachte, naja, ich will doch nicht aufdringlich sein. Jetzt haben wir einen ganzen Karton bekommen. Guck mal, richtig viel Zeug. Und das schauen wir uns jetzt an. Und hier könnt ihr natürlich auch ganz viele tolle Sachen bekommen. Wir fangen einfach oben an und gucken mal, was das ist. Wahrscheinlich eine Tasche. Das ist eine Tasche. Guck mal. Ach Gott, Leute, damit, oder? Damit in die Stadt, in die City. Das ist doch... Ich werde hier von diesen ganzen Dingen mindestens eine Sache heraussuchen im heutigen Video, dass ihr jetzt dann heute im Video schon gewinnen könnt. Auf Twitch werdet ihr auch den ganzen Rest halt gewinnen können. Ich lege die Tasche mal auf die Seite. So. Dann, ich weiß, ihr guckt alle dahin. Deswegen gucken wir uns zuerst das hier an. Das ist ein Turnbeutel. Guck mal da. Falls ihr so ein bisschen angeben wollt halt, ne, beim Tennis. Das ist wirklich ultra sweet. Zumal die ganze Geschichte halt auch überraschend kam, ne, weil das war halt so, ach, du hast kein Hoodie, hä? Und dann kam einfach daraufhin ein Riesenpaket. Guckt euch das an, da ist noch, also hier ist ultra viel Krombombel drin. Sogar 2 Mauspads, wow! Also an der Stelle direkt mal noch ein riesengroßes Dankeschön an Skin Baron und natürlich Metzger an dich direkt oder persönlich, weil dir das ja auch dann überhaupt erst auf oder eingefallen ist, dass wir damit Merch auch ein bisschen rumvorwerken können. Dann gucken wir einfach mal weiter. Ich nehme stark an, das ist ein Hoodie. So fett wie das Ding ist. Oh Gott, oh Gott, cool. Also wenn ihr damit auf die Gamescom oder auf die Kolokne da geht oder was, auf diese ganzen Counter-Strike-Festivals und sowas anhabt, Banger. Mann, Banger. Perfekt, jetzt natürlich auch für den Winter. Hier vorne der etwas kleinere Baron, hinten drauf der große. Und jetzt muss da draußen gesaugt werden. Warte, ich guck kurz. Ist es für mich, Knödel? Ja. Sag mal, Skin Baron. Skin Baron. Das klingt wie Balkon. Sag mal, Skin Baron. Simakron. Absolut geiles Merch hier von Simakron. Und da sind wir wieder back. Jetzt aber ohne Sounds. Diese Kiste lacht uns alle die ganze Zeit schon an. Ich weiß es. Wir schauen mal. Das ist ein nicer 3D-Druck, den sie hier an den Start gebracht haben. Mit Holz. Mit kleinen Holzscharnieren da drin. Man kann die Dinger hier scheinbar einfach abmachen. Die Truhe ist nun bereit, geöffnet zu werden. Oh mein Gott, Leute. Sie ist komplett... Sie ist schön mit Samt ausgelegt, das fühlt sich nice an. Und ja, ist halt, ist leer. Da kommen vielleicht die Karten rein, die da liegen. Und wir gucken mal weiter. Ja, ich weiß, ihr habt schon auf die Karten gespitzelt. Guck mal, Öltier oder was? Leute, Kolex. So, was haben wir denn hier? Oha, wie die sich anfühlen. Die sind total krank beschichtet, guck mal da. Da Alex, Nico, Fallen. Glavi? Das ist ja ultra nice. Also die fühlen sich richtig gut an, die Teile. Flutschen einfach übereinander hinweg. Boah, guck mal, das ist ein grün leuchtender. Ach Gott, der Olof. Okay, das ist ja wirklich ultra geil. Holy shit. Barönchen, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr sowas habt. Guck mal, das ist doch der Steven. Leute. Ultra nice. Ich werde das hier einfach wieder so zusammen machen und dann... sicher verstauen. Doch, was ist hier noch alles zu sehen? Ihr habt ja mitbekommen, das sind 2 Mauspads. Eins davon ist für mich, ich habe eigentlich schon ein ziemlich fettes Mauspad, also ich guck mal noch, wie ich das nutzen werde oder wie ich das machen werde. Eins packen wir auf jeden Fall auf. Hey. Ich mach's mal ganz vorsichtig. Uiuiuiui. Ui. Und wie fett, Alter, Barönchens. Die Rückseite. Und es riecht einfach wie neue Reifen. Ich mach's hier gerade wieder zusammen und überlege dann gleich, wenn wir alles geöffnet haben, was es heute hier unter dem YouTube-Video bereits als Giveaway gibt. Einfach wieder so wie meine üblichen Giveaways, nur dass wir dann über eine E-Mail-Adresse die Postfachdaten oder halt das, ne, die Adressdaten, wie wir das klären sollen. Also kurzum, wohin ich das dann schicken soll. Solche Sachen habe ich schon ein paar Mal gemacht. Bei mir in den Streams gibt es auch Postkarten, also einfach so wie so Autogramme, Autogrammkarten von mir. Da muss man halt dann natürlich im Klaren darüber sein, dass man mir halt dann irgendeine Adresse schicken muss, damit ich es halt verschicken kann. Diese Daten werden von mir logischerweise nicht aufgehoben. So, und direkt noch ein Mauspad. It's the same. Also Skin Baron, das ist wirklich krass. Also alleine wie viel Geld wert halt schon in diesem Karton steckt, der mir hier anvertraut wurde. Vielen lieben Dank. Hier haben wir, ach Gott, Schlüsselanhänger noch. Guck doch mal. Und das ist dicker, ich sehe sie. Skinbaron.de, 2 Stück davon.
Und was ist da unten? Vorsicht, Glas. Oh mein Gott. Was? Alter, was lese ich denn hier? Das heben wir uns für den Schluss auf. Holy shit. Hier kommt jetzt noch ein Shirt, beziehungsweise zwei Shirts. Ich nehme an, das sind beides dieselben. Ähnlich wie der Hoodie. Hinten Skinballon in groß. Vorne in klein. Und hier steht Bio Basic Unisex, I think. Das ist eine schöne Sache. Das ist eine sehr schöne Sache. Hier ist dann einmal, ja, das ist das Gleiche. Das Gleiche in grün oder halt in schwarz. Und bevor wir das hier öffnen, gucken wir uns noch die Geschichte an. Skinballon Sticker. Guck mal. Oh, guck mal da. Also da werde ich mir auf jeden Fall einen irgendwo noch hinpappen. Und jetzt kommt das absolute Prachtstück, nehme ich an. Also wenn das wirklich, wirklich, wirklich ein Flip Knife Fate ist, dann bin ich aber komplett aus dem Häuschen. Um die ganze Geschichte zu öffnen, nutze ich natürlich ein Gadambit, das ist klar. Das ist schon offen, ey. Hey. Das ist mein Unboxing Knife für solche Videos. So, und jetzt machen wir das mal. Oh. Also hier sind zwei Sachen drin. Ich nehme an, das eine ist ein Stand. Okay, jetzt flippe ich aber echt. Jetzt flippe ich gleich aus hier. Oh leid. Ach Gott. Ach du Scheiße. Okay, das ist. Also das ist krank. Das ist ja absolut krass. Guckt euch das Teil an. Alter Falter. Uiuiuiui, ach du Scheiße. Okay, das ist insane. Das ist sau schwer. Barönchen, wie habt ihr das? Das ist sogar scharf. Ist sowas überhaupt erlaubt? What the fuck? Guck mal hier. Skinbaron.de. Okay, das ist wirklich absolut insane. Das ist komplett krass, das Teil. Ich klapp's mal wieder ein. Ist auch richtig schwer. Hat hier so einen Clip. Weißt du, dass wenn du auf einer Veranstaltung bist, kannst du das da so an deinem Hemd oben tragen, dass direkt jeder Bescheid weiß. Das ist der Stand. Hier steht zwar Huntsman Stand, aber das ist wahrscheinlich the same. Wow. So krass. Alter Falter. Die Skinbaronchen sind echt wahnsinnig. Vielen, vielen Dank. Holy shit. Also ich bin echt absolut baff. Ja, ich kann es ja nochmal sagen, vielen, vielen Dank für diese ultra geile Beschenkung. Da können wir auf jeden Fall richtig geile Sachen draus drehen. Das wird sweet. Achso, Giveaway, halt. Warte mal, ein Giveaway. Wir nehmen jetzt hier diesen wunderbar krassen Turnbeutel. Ich weiß ja, wie absolut sportlich ihr seid. Und hauen diesen Turnbeutel in diesem Video raus. Wenn man hier mitmachen möchte, seid euch bitte im Klaren, dass ihr mir halt irgendeine Adresse schicken müsst, damit ich euch das Ding zukommen lassen kann. Das Ganze habe ich in der Vergangenheit immer über E-Mail gemacht und verweise einfach nur darauf, dass das so sicher ist, wie der E-Mail-Anbieter halt sicher ist. Ich benutze eure Daten, um online bei der Post ein Paket aufkleberig zu erstellen, lösche danach die E-Mail, dann ist alles wieder weg und dann wird das Ding verschickt. Wenn man hier mitmachen möchte, schreibt mir einfach Folgendes in seinen Kommentar mit dazu. Und zwar habt ihr eigentlich auch so ein ultra-crankes, also im besten Fall nicht scharfes Anschaumesser? Oder wie bezeichnet man die Teile? Ich meine, es ist ja nur zum Hingucken eigentlich, die Dinger. Und jetzt nicht zum Benutzen. Man geht damit ja nicht in die Stadt und geht dann dort schnitzen. Sondern das ist ja ne, so zum Hinstellen halt. Habt ihr sowas bereits? Einfach mit in den Kommentar dazu, dann weiß ich, dass ihr bis hierhin das Video durchgeschaut habt und eben berechtigt seid, am Giveaway teilnehmen zu können. Ja, hier natürlich dann wie immer nochmal ein fettes Willkommen an alle neuen Zuschauer. Wir wachsen im Moment wirklich insane. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass man dann da auch was zurückgeben kann. Also dieser Turnbeutel geht heute auf YouTube raus. Gegebenenfalls haben wir noch irgendeine Sache auf YouTube raus in einem anderen Video. Aber ich denke, den Rest werde ich dann auf Twitch machen. Oder würde ich sagen, sehen wir uns auf Twitch im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und YouTube-Videos gibt es aktuell, ich würde sagen, so jeden zweiten Tag. Beziehungsweise jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag. Manchmal auch was am Wochenende. Hau da rein, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.